Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Railway Empire Video. In diesem Video machen wir mit der Kampagne weiter, um genau zu sein, mit Kapitel Nummer 2 von Amerika. Die Anfänge. Dieses Kapitel handelt davon, wie die Eisenbahn bescheiden beginnt, aber schnell das Transportwesen der USA revolutioniert und den Industriezentren der Ostküste zu Wohlstand verhilft. Während du dein erstes Eisenbahnimperium aufbaust und deine Gleise immer weiter nach Westen an die großen Seen heranführst, lernst du auch das Wirtschaftssystem von Railway Empire besser kennen. Philip Evan Thomas, der bekannte Eisenbahnenthusiast aus Baltimore, ist dabei an deiner Seite. Wir schreiben das Jahr 1830. Schreckennetz komplex, Pausemenü normal. Ja, würde ich sagen, behalte ich einfach mal so bei. Na los, Zeit ist Geld. Genau, es geht weiterhin nur der Fabrikant und so weiter und so fort. In den Vereinigten Staaten von Amerika waren um 1830 die wohlhabenden Industriezentren der Ostküste nur schlecht mit dem Landesinneren verbunden. Ungenügend ausgebaute Zollstraßen oder langsame Schifffahrtskanäle waren die einzige Möglichkeit, längere Strecken zu überwinden. Farmer, Geschäftsleute und Reisende beklagten diese langsamen, mühevollen und vor allem unsicheren Transportwege. Sie waren nicht nur eine Unannehmlichkeit für Reisende, sondern auch Fessel für den Wachstumshunger einer aufstrebenden Nation. Doch eine Entwicklung aus England machte in diesen Tagen ihre ersten bescheidenen Gehversuche und barg für viele Städte des Ostens die Hoffnung auf größeren wirtschaftlichen Einfluss und Wachstum. Ich habe dich schon erwartet. Ich bin Philip Evan Thomas. Es war schon immer mein Ziel, eine Eisenbahn bis zum Ohio-Fluss und darüber hinaus zu bauen. Das würde allen Menschen helfen, den Siedlern wie den Ureinwohnern. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Zunächst habe ich zwei Aufgaben für dich, durch die du eine Basis errichtest, von der aus wir die weiteren Maßnahmen überwachen können. Aber wie ich damals schon als Bankangestellter gelernt habe, die Kasse muss immer stimmen. Achte also darauf, schon bei diesen vorbereitenden Aufträgen einen Gewinn zu erwirtschaften. Ich verstehe. Okay, haben wir hier New York. In New York gibt es aber schon eine Linie, alles klar. Von New York nach Albany. Wir haben also auch jetzt mittlerweile Leute, die uns hier... Scheinbar auch ein paar Gegner, mehr oder weniger. Baue deinen Schreckennetz an die Ostküste aus. Bis zur Kontrahenten. Verbinde Baltimore mit Washington. Verbinde drei Landbetriebe mit deinem Schreckennetz. Bis 31 beides. Oh, nicht mal allzu viel Zeit. Von Baltimore nach... War das Washington? Baltimore nach Washington, das ist ja ein Witz hier. Also nochmal einen kleinen Bahnhof hier in Washington. Und dann verbinde ich mal Baltimore mit Washington. Wait a second, nehmen wir mal einfach möglichst weit rechts das Gleis. Und dann bauen wir das mal für 20.000. Oh, was schwimmt denn da für ein neuer Fisch in unserem Teich? Ich grüße dich aus dem schönen Charlotte. Wie war nochmal dein Name?
Schönchen Fremder, nicht wahr? Na, so siehst du auch aus. Melde dich einfach, wenn du beim Anschieben deiner Züge Hilfe brauchst. Ja, garantiert. Okay, ich brauche Vieh und ich brauche Stoff hier in Baltimore und in Washington. Damit wir uns verstehen, ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Doch du bist nicht von hier und New York ist meine Stadt. Da mache ich die Geschäfte. Ich bestimme, wann die Züge rollen, wohin sie rollen und warum sie das tun. Solange du mir nicht in die Quere kommst, bleibt zwischen uns alles sauber. Ja, sehr schön. Und hier brauche ich Milch. Also ich brauche Vieh, Milch und Stoff. Ich habe unsere beiden Konkurrenten bei dir vorgestellt. Sie haben unterschiedliche Vorgehensweisen und werden sich daher auch gegensätzlich verhalten. Grundsätzlich wollen sie aber genau wie du ihr Streckennetz erweitern und Profit machen. Also sei auf der Hut und lass dir nichts wegschnappen. Warum ich jetzt hier Stoff herbekomme? Genau, eine Zuglinie errichten, eine neue Lokomotive. Gibt bisher nur den Grasshopper, na toll. Einmal von hier nach dort. So, gut. Das heißt, ich muss jetzt prinzipiell noch ein bisschen was anbinden. Allerdings, ich finde Stoff hier nicht, ne? Also, warum finde ich... Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich Stoff herbekomme, wäre es natürlich optimal. Aber ich komme zumindest schon mal an Milch und an Vieh. Da komme ich ja schon mal ran. Ich brauche hier unten Milch, ne? Ich würde einfach hier einmal von hier nach dort dann einfach eine Linie machen. Ich baue noch Versorgungsturm. Pipapo fällt mir gerade auf. Es gibt sogar Kopfbahnhöfe mit Stellwerk und all so drum und dran. Warendepots. Oha. Ach du heiliger Bimbam. Das ist ja grandios. So, Gebäudebau, Versorgungsturm. Einmal bitte ein. Hierhin. So fetten dich. Achso, weil es noch pausiert war, deswegen. Das ergibt Sinn. Ich brauche dann wahrscheinlich hier nochmal ein zweites Gleis. So, Versorgungszimmer haben wir da schon mal. Vielleicht nochmal hier ein. Und den Bahnhof muss ich erweitern auf 2. Dann möchte ich aber hier nochmal ein Wartungsgebäude, wobei Washington ist nicht ganz so groß wie Baltimore. Dann vielleicht ein Baltimore in dem Bahnsteig. Ein Wartungsgebäude errichten für 80.000. Genau, ich bräuchte aber vielleicht nochmal eins in Washington für die Züge, die nochmal hier ankommen. So, gut, das heißt, jetzt einmal eine Linie. Das ist echt eine lange Linie. So, schauen wir mal. Nach dort. Zweispurig. Mit zwei Gleisen kann man das Ganze ja immer noch machen. Ansonsten gäbe es hier noch einen Bedarf, klar, von, okay, von Holz sogar auch, mehr von Milch. Holz habt ihr ja auch hier vorne, na, ich könnte dann ja einfach hier...
Anschlussprämie. Zuckerrohr. Sie wird Zucker. Zucker werden wir im Laufe der Zeit dann ja auch hier benötigen. Ab 30.000 Einwohner. Washington ist am Steigen. Ich erweitere den Bahnhof nochmal auf drei Gleise, oder auf vier Gleise sogar. Ich habe noch gar keine Strecke gemacht, fällt mir gerade auf. Neuer Zug. Zuglinie einrichten. Einmal von hier auf Gleis 2. Dann eine neue Lokomotive. Die jetzt auch wieder schön beladen wird. Also wir schreiben ja das Jahr. Ich könnte wieder auf Forschung ein bisschen sogar gehen. Wir schreiben ja das Jahr. Das Ding ist, worauf würde es am meisten Sinn ergeben, wieder zu gehen? Klar. Okay, um das machen zu können, muss ich erst noch andere Sachen machen. Das heißt, ich würde dann sagen, wir erhöhen dann einfach erstmal wieder den Profit. Und dann, wenn wir das Upgrade durch haben, gehen wir dann ein weiter. Auf eine höhere Zugleistung, genau. Also würde ich sagen, gehe ich erstmal auf Frachtgut. Ja, ich möchte 100 Volationspunkte in die Verschlagwagen einsetzen. Genau, wie gesagt, Mach dir nichts draus. Wen interessiert, was in diesen Schmierblättchen steht, nicht wahr? Ja, ja, ja. Genau, Schmierblättchen. Also wie gesagt, wenn ihr davon mehr sehen wollt, es gibt ja auch hier Szenarien und so, die man machen kann. Wenn ihr die gerne sehen wollt, dann sagt es mir gerne in den Kommentaren. Und ich mir fällt gerade auf, da muss nochmal hier ein Dings. Ach komm, dann mal einfach ein paar mehr hin. Das ist einfach der Versorgungsturm hier vorne. Eigentlich wäre Kopfbahnhöfe vielleicht sogar passender hier, ich weiß es nicht. So, dann einmal hier und dann möchte ich danach nochmal hier. Ah, ich mache immer noch die verkehrten Tastenkombinationen. Ja, dann noch einmal hier. Und dann würde ich die Anschlussprämie noch mitnehmen. So, ich nehme mal das ganz Äußere. Schließe das Ganze an. Und dann schließe ich auch schon mal Zucker an. Benötigen wir zwar aktuell noch nicht, aber dann ist das zumindest in der Zukunft da. Na, sehr schön. Je größer eine Stadt wird, desto größer werden auch ihre Ansprüche. Irgendwann reichen die Waren aus dem direkten Umland nicht mehr. Gut, dass die Eisenbahn da Abhilfe schaffen kann. Wähle nun Baltimore an, um dir diese Stadt genauer anzusehen. Ja, sofort. Hier noch ein Versorgungsturm und hierfür auch noch mal einen. Also genau, was ich sagen wollte, wenn ihr mehr als nur jetzt die Kapitel sehen wollt, wenn ihr auch die Kampagnen, die Szenarien sehen wollt und vielleicht sogar ein freies Spiel sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir das gerne machen. Ist ja eine Menge hier, was man hier machen kann. Allein was jetzt hier Forschung und so weiter betrifft, da kann man ja eine Menge Sachen machen. So, ich habe jetzt alles angebunden. Okay. Je größer eine Stadt wird, desto größer werden auch ihre Ansprüche. Irgendwann reichen die Waren aus dem direkten Umland nicht mehr aus. Wähle nun über. Genau, da gucken wir uns die mal näher an. Unsere Firma ihren Hauptsitz hat, verfügt über eine große Kleidungsindustrie. Daher benötigt die Stadt eine konstante Versorgung mit Stoffen.
In New York wiederum wartet die modebewusste Kundschaft auf die Lieferungen der fertig geschneiderten Waren. Mhm. Richte eine Zuglinie zwischen Baltimore und New York ein, damit die in Baltimore produzierte Kleidung nach New York geliefert werden kann. What? Man kann auch hier ein bisschen bieten. Es gibt starke Boote und so weiter. Kann man um Sachen hier bieten. Du hast die Auktion gewonnen. Sehr Doch schön. Was fängst du damit an? Ja. Zu nutzen. So. Schneiderei, Privatbesitz. Vorhandene Stoffe. Genau. Das heißt, ich soll jetzt Baltimore und New York verbinden. Das fand ich als Aufgabe. Okay. Baltimore mit New York. Okay, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil hier der Kollege da ein bisschen was gegen hat. Bevor ich das wieder vergesse, kriege ich eine Zuglinie ein von hier nach Gleis 4 und kaufe noch eine Lok. Und dasselbe Spiel mache ich auch nochmal mit dem Zucker. Und kaufe dafür auch nochmal eine Lok. Damit das Ganze hier läuft. Washington wird steigen. Baltimore ist sogar jetzt bei 55.000. Ja, ist ja gut. Mache ich. Genau, ich habe dann sogar, weil ich jetzt eine gekauft habe, habe ich sogar die eine Forschung sogar schon gehabt. Interessant. Oder war es das? Ja, das war die Blattfederung. Wow. Ich habe mir die Blattfederung gekauft, anstatt für Innovationspunkte. Läuft. Ja. Ich würde sagen, wenn das... Ich meine, das... Okay, das ging nicht. Kann das sein, dass ich vielleicht sogar... New York ein Gebäude, einen Bahnhof bauen muss? Das vielleicht sein? Damit eins klar ist, der Bahnhof kommt weg, oder du? Oh. Das sehe ich aber anders. Ich zahle ja sogar für eine riesige Brücke. So, dann einmal hier durch. Hier entlang. Noch eine andere Linie. Ich würde einfach mal sagen, hier, da, zack, noch mit ran. Dann soll diese bestehende Linie hier... in Washington... im Idealfall auf Gleis 3 halten, wenn das geht. Ob das so verkehrt. Und dann... Das Belastende ist... Ich muss es da nicht so machen und dann nochmal...
Danach von dort geht es dann auf Gleis 1 in Baltimore. Dann geht es hier nach New York. Und dann geht es nochmal zurück nach Baltimore. Nach Baltimore. Ich werde dich nun in deine Pflichten entlassen. Bleibe wachsam. Ich werde ab und zu deine Fortschritte überprüfen. Okay, kriegen wir hin. Verbinde Baltimore mit Pittsburgh. Bis 32. Beliefere Pittsburgh mit 10 Ladungen Baumwolle bis A83 und beliefere bis 34 New York mit 20 Ladungen Bekleidung. Gut, der Zug, der fährt ja eh schon. Pittsburgh haben wir da vorne. Baumwolle. Ja, warum? Es leuchtet Baumwolle. Warte mal, bitte Tuch für die Bekleidungsindustrie. Und hier werden die hier produziert. Na gut, dann würde ich sagen, let's go. Ein Bahnhof in Pittsburgh, gleich gedreht. So, zack. Dann ein Bahnhof hier vorne, damit wir die Baumwolle mitnehmen können. Dann mache ich das Ganze schon mal. Einmal hier hin. Oh. Bauen wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dann von hier nach Baltimore. So kommen wir Tunneldurchfahrten scheinbar. Wie es mir so scheint. So, dann einmal hier hin. Das kostet aber zu viel, weil Tunnel und so. Das ist ja toll. Aber es ist ja noch alles geplant. Von daher kann ich ja prinzipiell erstmal neue Zuglinie einrichten von hier, von der Wilson Farm nach Pittsburgh. Neue Lok kaufen. Nochmal ein Versorgungsturm. Und im Idealfall gibt es eigentlich auch, wenn wir schon mal hier dabei sind, mit einer Wartungsstation, plus Stellwerk. Okay, es gibt jetzt kein Versorgungsturm mit dabei. Es muss halt nur ein bisschen Geld reingefahren werden. Ich brauche 1,4 Millionen, glaube ich, war das, ne? Wir haben im Prinzip sogar schon einen Zug, der nach New York fährt. Er ist auch gerade auf dem Weg dahin. Er hat eine Bilanz von 6.500. Ja, genau. So, okay, das heißt, wir könnten dann bald auch die John Bull 040 holen. Die enger hergestellte John Bull kann mit einem horizontalen Langkessel und den innenliegenden Zylindern bereits eine beachtliche Leistung erzeugen. Der grundsätzliche Entwurf wird sich durchsetzen. Dann wären wir bei 4 von 6, dann vielleicht noch. Zuverlässigkeit erhöhen wäre auf alle Fälle sinnvoll. Mal 2. Ich beschleunige mal die Geschwindigkeit, damit das Geld hier reinkommt. Was haben wir die Aufgaben? Liefere Pittsburgh mit 10 Lagen Baumwolle. Das haben wir hier auch schon gleich abgeschlossen. Dann wollte ich noch Pittsburgh mit Baltimore verbinden. Es gibt
wieder Forschungspunkte. Dann gehe ich mal auf die John Bull 040. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Ja, abenteuerlich. Ich wollte keinen neuen Zug machen. Genau, da haben wir die 040. Okay, kostet natürlich auch wieder Geld, aber wird es zumindest schneller gehen. Ich werde mir was für dich überlegen, da kannst du sicher sein. Ich würde eigentlich lieben gerne hier die. Die liegen ja jetzt hier löschen, aber gut, dann bleibt's halt so. Genau, hier. Moment. Ah, ne, der fährt ja gleich repariert. Werden. Washington wächst, sehr schön. Heißt, Washington will ich jetzt auch Zucker benötigen. Was ich schon seit Ewigkeit angeliefert habe. Man kann eine geeignete Fracht transportieren. Hä? Warum das denn nicht? Washington Baltimore. Oh. Ja, komm. Und dabei war der Bandit noch nicht mal teuer. War ja klar, dass er es war. Wenn du mit deiner Zuglinie die Kleider von Baltimore transportierst, trägst du maßgeblich zum Wachstum dieser Branche bei. Davon profitieren alle. Mhm. Es stört dich ja sicherlich nicht, wenn sich mein Spion ein wenig in deiner Forschungsabteilung umsieht. Ausgezeichnet. Die Einstellung von Zugpersonal führst du über den Personaldialog durch. Anschließend musst du die Zugdetails eines ausgewählten Zuges aufrufen, um das Personal zuzuweisen. Öffne nun die Zugdetails deines wichtigsten Zuges und weise diesem einen Lokführer und einen Heizer zu. Ja. Der ist jetzt gerade in New York. Oder nicht mehr? Ich wollte nicht zur Stadt übersehen, ich wollte zu dem Zug. So, Zug verwalten. Der soll jetzt einen Lokführer bekommen. Genau, und ein Heizer noch. Ist das ein, nee, das ist ein Weißlokführer, okay. Du hast kein Vorrecht für Städte, Farmen oder Minen. Natürlich sinken deine Transporteinnahmen, wenn deine Konkurrenten diese an ihr Streckennetz anschließen. Ja, ich verstehe. Gleise, Lokomotiven, Gebäude und Bargeld erhöhen den Unternehmenswert. Und je höher dieser ist, desto höher ist auch der Aktienkurs deines Unternehmens. Einfach damit die das nicht haben, dann müssen sie das wieder stehlen durch den Spion. Auch wieder dämlich, es ist wieder so viel Kohle und ich habe natürlich keine Zeit. Aber könntest du dich da raushalten? Nö. Du treibst den Preis in die Höhe. Ja, ist halt so. So, Heizer hier, putz. So wie andere Firmen Aktien von dir erwerben können, bist du in der Lage, welche von ihnen zu kaufen. Wenn du das tust, profitierst du am Erfolg des Kontrahenten mit. Einen solchen Kauf sollst du nun über den Unternehmensdialog tätigen. Machen wir das, Marco, das wird Konkurrenz. Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft.
Ja, holt mir 4 Manteile von ihm, hat 8 Züge. Ich hole mal 10%. Mit einer Investition in mein Unternehmen. Das war sie. Ich dachte, ich habe ihn genommen. Nun. Komm, ich mach nochmal hier 10%. An deiner Stelle würde ich auch bei mir investieren. Gibt genug Geld. Gibt dann noch, kommt noch Geld rein. Bleiben, weil das, nun ja, nicht ganz legal ist. Aber wir müssen uns alle Optionen offen halten. Ja. Ein Saboteur hat sich bei dir beworben. Wenn du ihn auf einen Konkurrenten ansetzt, richtet er bei diesem Schaden an. Dadurch kann auch sein Aktienkurs sinken. Ja, nee, ich habe ja über beiden Aktien drin. Du musst keine Saboteure einsetzen, um besser als deine Konkurrenten dazustehen. Auch auf klassischem und legalem Weg kannst du ihnen beikommen. Schau dir an, welche Strecken lukrativ sind. Und sorge dafür, dass du dort zum wichtigsten Transporteur bist. Ja, that's the plan. So, Ich stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Dein Konkurrent Don Lorenzo ist übrigens sowas wie ein Unterweltboss. Du kannst dir vorstellen, dass er gute Verbindungen zu Banditen und Saboteuren hat. Mhm. Es fällt ihm daher deutlich leichter, solche Typen einzusetzen. Nun gibt es hier einen Bahnhof mehr. Ist das schön für ihn? Au, oh, er hat direkt hier in Dings angeschlossen, okay. Prinzipiell ein Saboteur. Kann man ihn mal einstellen, oder? Don Lorenz, was soll er sabotieren? Bahnhof in Washington müsste das sein. Einfach mal probieren. Einfach mal gucken, was passiert. So, Januar hier, pipapo. Ich muss, ich habe nicht genügend Kohle, ne? Ich schaffe hier eine Aufgabe nicht. Wobei, zeitlich gesehen, na, es könnte eng werden. Muss halt Geld reinkommen, das ist halt das Ding. So, dann... Ich müsste eigentlich mal alles mit John Bull ersetzen, damit die halt ein bisschen... Damit da ein bisschen... Mir einen Saboteur zu schicken? Schneller vorangeht. Wo brennt das denn etwa? Ja du, Washington, Baltimore, ist meine Zone. Dürftest du nun gelernt haben. Oh weia. Ich werde dich nun in deine Pflichten entlassen. Bleibe wach. Ich werde ab und zu deine Fortschritte überprüfen. Okay. Oh Gott, optionale Aufgang gibt es auch noch. 10 Landbetriebe, verkaufe das Unternehmen eines Konkurrenten auf sogar. Oha. Ja, beliefere, da wird noch gemacht. Baltimore mit Pittsburgh. Wird zeitlich gesehen vielleicht sogar noch eng. Verbinde Baltimore mit Toledo, sorge in Baltimore für 100.000 Einwohner, kaufe 20% Aktien eines Konkurrenten auf und erzielt einen Unternehmenswert von 20 Millionen. Ja. Baltimore ist gerade noch nicht am Staxen, am Steigen. So, was haben wir jetzt hier für einen Bedarf noch? Holz ist ja auch schon mit dabei. Man kann die Industrie noch kaufen, das wäre ja auch noch so ein Ding. Allerdings, Kohle ist natürlich auch, kostet es natürlich ordentlich. Wir haben hier ein volles Lager, was Milch betrifft. Zucker kommt auch ganz gut an. John Bull erreicht eine Geschwindigkeit von 23 Miles Power. Wow. Ja, ich muss halt immer noch auf die Millionen warten. Das ist auch wieder so ein Ding. Das Ding ist halt...
Das Ding ist halt. Ich würde ja auf der einen Linie. Auf dieser Linie. Den Jolly Bull kaufen. Und den ersetzen mit der Lokomotive. Muss ich nur 32.000 zahlen. Wenn das Ganze ein bisschen vorher vorangeht. Dasselbe Spiel, das kann ich dann ja prinzipiell bei den anderen Zügen auch machen. Vor allem bei dem Holzzug. Beim Holzzug auf jeden Fall. Da der ja dann ein bisschen schneller unterwegs ist. Bei mir Personal. Ein Marktschreier und ein Headhunter. Ich habe einen Mitarbeiter, einen deiner Konkurrenten ab Position rennt. Du kannst dich davon auswählen, okay. Oder ein Marktschreier. Erwerbt Möglichkeiten deiner Züge. Erhöht für 12 Wochen deinen Städten das Post- und Passagieraufkommen um 50%. Ja, das ist jetzt nicht ganz so relevant gerade. Würde ich jetzt mal so sagen. Signal an der Weiche brauche ich eigentlich nicht, weil es ist ja eigentlich nur für den Zug, der nach New York pendelt. Gibt es das irgendwo noch Bonis, wenn man jetzt irgendwas anschließt rechtzeitig oder vorher? Oha. Die Gude ist von Jacksonville über Augusta hoch nach Charlotte, okay. Was soll ich nochmal anbinden? Das kann ich noch nicht ganz. Fahrpläne erhöht die Dauer, die Passagiere um 20%. Mal darauf. Wobei ich muss auf das andere warten, um einen besseren Zug zu haben. Bei müssen ist wieder so eine Sache. So, Toledo muss ich an Baltimore anbinden. Genau das war's. Toledo ist denn. Ist. Norfolk, Wilmington, Charlotte, Augusta, Knoxville, Atlanta, Montgomery. Louisville, Indianapolis, Toledo, oh Gott, ganz oben, holy moly. Wenn wir es mal möglichst geringer zu machen. Ich war eben kurz bei unter einer Million, das habe ich gesehen. Sogar better backup machen, okay. So, 900.000. 900.000, sehr schön. Ja, jetzt brauche ich nur das Geld, ne? Oh Mann. Leute, das Ganze nochmal. Die Zeit.
Prämie für Toledo ist verfügbar. Verfügbar für neue Industrie. Ein Wachmann. Als Stück Personal. Komm. Wieder für diese lange Linie, für die Baltimore-Linie. Okay, die Beziehungen zu den anderen sind nicht so gut, okay. Interessant. Interessant, interessant, interessant. Heute Mittag hatte ich eine Chupé. Die war einfach fantastisch. Das ist ja fein. Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. Versprochen. Oh, ist ja schön für ihn. Das ist ja schön für ihn. Habe ich hier überhaupt ein Wartungsgebäude? Nee, habe ich nicht. Wird denn ja immer mal Zeit, ne? Aber wie gesagt, ne, wenn ihr wollt, dann können wir gerne mal das Ganze so weit gehen, dass wir bis zum Diesel-Zeitalter kommen. Und dass dann hier Diesel-Züge umherfahren. Einfach nur dann, bis sie das nicht. Oh. Mal schauen. Wollen sie nicht? Kommst du mir schon wieder in die Quere? Tadam. Das ist sogar mit Schutzwelle. Okay, das ist ja auch geil. So, das heißt, ich sollte jetzt eigentlich auch. Obwohl, durch stehende Züge verlierst du Geld. Und das finde ich gut. Hat er mich wieder sabotiert, der Penner. Okay, jetzt brauche ich jetzt 300, um die Dunham 420 freizuschalten. Das einzige Problem, was ich habe, dass da gar nicht. Ich werde mir was für dich überlegen, da kannst du sicher sein. Es war reines Glück, dass der Bandit einen bewachten Zug ausgesucht hat. Das kann gut sein. Was wollte ich jetzt machen? Jetzt war er vergessen. Belastend. Ich müsste eigentlich auch jetzt Geld noch ein bisschen bekommen, weil. Kann man doch mal schon hier sehen, ne? Hier. Post, Passagiere, Fracht, Gesamt. Nicht, okay.
Ich muss ja bestimmt irgendwie was bekommen, um, ne? Wenn ich schon der Konkurrenz ein bisschen was... Oh, ich könnte... Ach, Aktien für... So was... What? Ich könnte Aktien handeln? Heavy. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter mehr, du hast einen weniger. Durch stehende Züge verlierst du Geld. Und das ich kaufe mal 20 Aktien und warte, bis die Aktien sich Aktien steigen. Von Konsumgütern. So, als Innovation verfügbar. So, ab mit die Dunham. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. Ja, natürlich hättest du das. So, jetzt haben wir hier die Dunham 420 für 88.000, 26 schafft sie. Ich komme dir näher, immer näher. So, dann haben wir jetzt hier von diese Linie. Ah, der hat genau die abgeworben, das ist ja toll von ihm. Interessant. Einmal mit der Dunham ersetzen. Für 39.000. So, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Kohle ich brauchte für das. Okay, 895.000. Bin ja schon bald. Jetzt für 200 beschleunigt die Wartung in der Züge. Entweder schlechtes Personal oder schlechtes Material. Oder beides. Ein disziplinierter Zugbegleiter. Nehme ich. Die verstehen sich ja scheinbar gut. Sehr schön. Gleich genügend Kohle für den weiteren Weg. Ein Erfinder? Was macht ein Erfinder? Stellt dir Ideen und Verfindungen zur Verfügung und liefert dir auf diese Weise 100 Innovationspunkte. Sehr schön, nehme ich. Jetzt habe ich wieder Geld dafür ausgegeben, aber... gut, ich könnte jetzt das noch erweitern mit einer besseren Zugleistung. Ich würde aber fast sagen, okay, ich muss jetzt nochmal gucken. Danach würde ich wahrscheinlich, wobei, das ist halt nur für den Fortschritt gut, ne, die American 440. Zum Nutzen wäre wahrscheinlich die Jervis besser. Okay, ist halt nur einen Kilometer schon besser, aber die bessere Zugleistung. Weil die Zugleistung von der American 440 ist halt auch gut. Erhöhen wir mal die Zuverlässigkeit. So, genügend Kohle. Bauen wir den Bums mal. Jetzt wäre ich wieder in normaler Geschwindigkeit. Aufgabe erfüllt. Es war aber echt alles Eisenbahn.
Bis 36 muss ich Baltimore mit Toledo verbinden. Washington ist am Wachsen. Ja. Ich würde sagen, neue Zuglinie einmal von Pittsburgh nach Baltimore. Das bräuchte im Prinzip bei dem noch 88.000, um ja dann den besten Zug bisher zu holen, den wir gerade in unserem, bei uns haben. Okay. Ich habe noch das Geld, deswegen würde ich sagen, versuche ich es mir zu schnappen. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Nö. Du treibst den Preis in die Höhe. Ja, und? Macht doch Spaß. Ich habe zwar jetzt keine Kohle mehr, aber... Ich brauche sowieso eigentlich ungefähr 190.000 für ein Wartungsgebäude in Pittsburgh, als auch für die Lok. Aber die Lok ist erstmal wichtiger. Nach Toledo, das ist dann halt auch wieder so ein... Wobei, der Weg ist gar nicht mal so lang. Also so kurz. Also so lang. Also nee, doch so lang. So. Das ist ein kurzer Weg, das wollte ich sagen. Aber nicht so anspruchsvoll, nicht so teuer, nicht so intensiv teuer wie der Weg von Pittsburgh nach Baltimore. Zufällige Panne, super. Wenn ich mal 200.000 übrig habe, dann kann ich ja hier in Baltimore was hinsetzen. Entweder Sehenswürdigkeit oder sonstiges. Ich höre mal die Spielgeschwindigkeit Norfolk Premium verfügbar, okay. So, zack. Abfahrt. Ein Heizer für 60. Hui. Achso, einen Moment, ich weiß dir jetzt gerade von der anderen Linie weg. Das war ja, ist ja jetzt unklug gewesen. Die Linie, abgesehen von der unnötigen Steigung, die sie jetzt zu bewältigen hat. Oh, die heftige Steigung. Das sind halt zwei heftige Steigungen hier in dem ganzen Gebiet. Vielleicht die Zugleistung erhöhen, ne? Komm, nochmal Leistung erhöhen.
So. Für diese Linie. Die braucht keinen Heizer, war das, ne? Ein hinterlässiger Heizer, den brauchen wir nicht. Ich glaube, dass wir den Stoffen dahin liefern, von Baltimore nach... Es war halt dumm, hier nach oben zu bauen, ne? Es ist halt hier nach oben und dann... Hier nochmal wieder nach oben. Aber ich glaube, dass mit... Aufgabe erfüllt. In halber Zeit erfüllt maximale Punktzahl. Hier nicht ganz. Okay, ich werde nicht die maximale Punktzahl für alles bekommen. Das ist natürlich belastend. Es gibt Marktschreier Sorge in Baltimore für 100.000 Einwohner. Weil wächst ja. Wenn ich 200.000 habe. Eine Universität. Mit jeder Universität, die du errichtest, erhält dein Unternehmen zusätzliche 4 zusätzliche Innovationspunkte. Und beim Museum eine höhere Zufriedenheit in der Stadt. Ich würde sagen, Baltimore bekommt eine Uni. Sehenswürdigkeiten erhöhen halt nur die Anzahl der Reisen in der Stadt. Deswegen würde ich sagen, ich dann eher auf Uni und so weiter und so fort. Bin ja mal gespannt, wie viel der Zug jetzt einbringt, der von Pittsburgh kommt. Den Versorgungshimmel brauche ich ja auch noch. Da kann ich halt auch mehrere auf der Strecke schicken, weil er halt zweigleisig das Ganze befährt. Im Gegensatz zu mir. Mal schauen, ich denke, mich werde mal einfach. Na, mal gucken, kommen wir jetzt gleich an. Und bringt wie viel ein? ...17.000, okay. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Wobei, ich könnte prinzipiell einfach hier diese Strecke nehmen und muss einfach eine weitere neue Strecke, die einfach nebenbei herfährt. Hat eigene Strecke für den zweiten Abschnitt und dann gibt es halt hier nur halt in die Richtung. Und dann einmal einen neuen Zug. Von Gleis 2 nach New York. Und 25.000 für was auch immer. Achso, da war noch ein anderer Zug. Mensch, Washington ist ja auch ordentlich was los, hier. Erhöht dann die Chancen, dass, doof bist.
Baltimore sollst du auf Gleis 2. Warum auch immer nicht geht. Melden auf. Jetzt aber. Ach, dafür muss er scheinbar immer hier rüber. Ah, gibt es einen neuen Lokführer, der diszipliniert ist. Dann hast du nur Marktschadenanalysist. Nee, möchte ich nicht. Dann auf diese Linie. Den neuen Lokführer. Wobei der vielleicht auch eher auf der anderen Linie mehr Sinn ergibt. Heute Mittag hatte ich eine Chupé. Die war einfach fantastisch. Es gibt einen Bonus für Norfolk, wo es anschließt von Norfolk bis zum 18. Januar 33. Bevor jemand anders das wegschnappt. Gibt zwar gar keinen Bedarf dafür. Neuntausend kann man es machen. Dann wird einfach der Zug hier erweitert. Forschung. Neun Novan. Und ich muss noch nach Toledo.
Perfekt, da gab es auch nochmal eine Prämie. Ich würde gerne diesen... Ah, ich reiße die komplette Strecke ab, ne? Belastend. So, 200.000. Baltimore bekommt die Uni. Dadurch gibt es jetzt 44 Punkte. Washington ist am Steigen, okay. Ich würde ja gerne dann vielleicht auch für 250.000 dann entweder eins der beiden Sägewerke dann kaufen, bevor der andere Typ das macht. Aber erstmal plane ich für Toledo. Diese Entscheidung ist überdenkenswert. Schauen. Kostet auch für 200.000. Ein Professor, der hält 28.000 und dein Innovationspunkt reduziert sich um einmal, nicht um. Ja, komm, ich brauche ein bisschen Geld. Mit gewissem Geld, das nehme ich doch gerne in die Hand. So, das heißt, ich könnte jetzt diese Linie. Dem das Ding zu kaufen wäre heute auch was, ne? Aber kostet eine Million, ey. Den Bahnhof zu erweitern wäre vielleicht auch sinnvoll. Was kann ich dafür, wenn deine Mitarbeiter meinem Konfekt nicht widerstehen können? Damit. Ja. Da war ja was. Ich bin noch 200 Meilen da hinten. Dann werde ich den. Der andere zieht aber halt echt gut davon, ne? Der mit den ganzen zweispurigen Bums. Komm, reich ich danach mit nachproduzieren. Fällt mir gerade auf. Das heißt, ich. Und hier nach. Das war schon richtig. Von Norfolk zu Smith Farm. Von Washington zu. Nee, von. Von Norfolk zur Smith Farm nach Washington. Dass ich immer die Kohle ausgeben muss, damit die das nicht bekommen, ne? Oha! Jetzt will es aber wissen. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Wood Range nahe Knoxville. Für 80.000 übernehmen. Let's go. Das war, ah, wobei es ist Knoxville, ne? Das ist nichts Relevantes. Verdammt. Egal.
Gehört mir. Wo ist denn überhaupt Knoxville? Die Farm gehört jetzt mir, okay. Das ist ja... Klasse. Machen Profit pro Woche. Profit gesamt von 300.000, Profit pro Woche aktuell noch nicht vorhanden. Dann muss ich ja eigentlich dann dort in Zukunft dann auch mal was bauen, ne, damit... ...das Ganze so ein bisschen Sinn macht. Aber erstmal möchte ich die 200.000 investieren für die Strecke nach Toledo. Die gehört ihr auch? Oder wie? Oder wo? Oder was? Ne, noch nicht. Das ist Privatblitz. Höhere Frachtpreise nehme ich. Baltimore nach New York. Oh, der wird's produziert. Da wird's da, da wird's da, wird da. Geht das los. Perfekt. Jetzt kommt hier Fahrlein. Jetzt kommen hier die Ladungen, die priorisierten Ladungen. Wunderbar. So will ich das sehen. So, 200 brauche ich. Für den nächsten Zug. Für den nächsten Lok. $290.000 kostet der Spaß. Dafür ist es eben ehrlich. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Ist das so? Oh, ich war gerade in New York. Warte mal drauf.
Nehme ich den auch mit. Ich war Baltimore, New York. Für Washington, Baltimore. Nein, da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Ein Zack. Großes Ziel ist Realität geworden. Sehr schön. Timor hat nun einen direkten Anschluss an die großen Seen. Das wird den Austausch der Waren beschleunigen und der Stadt zu mehr Wohlstand verhelfen. Eines Tages wird die Eisenbahn sogar bis zur Westküste reichen. Jeden Tag werden gewaltige Menschenmassen aufbrechen, um das ganze Land zu durchqueren. Und die Züge werden immer schneller werden. Schau mich nicht so an. Wir können die Zukunft nicht aufhalten. Ja, ich warte noch, ob ich mehr aufkaufe. So. Die American. Die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. So, ihr schafft jetzt 24 Miles per Hour, nur dafür eine Zugleistung von 49%, Beschleunigung von 88%, Fahrgastwertung von 87% und so weiter und so fort. Das ist halt eher geeignet für Fracht. Genau, würde ich sagen. Den vielleicht verwalten. Und den Zug ersetzen. Mit einer leistungsstärkeren Lok. Genau, und dann kann ich vielleicht einfach hier von Pittsburgh eine Linie machen. Die von Pittsburgh zwischen Pittsburgh und Toledo pendelt. Mit einer Dunham. Wunderbar, dann kann ich mich ja jetzt einfach mal eine weitere Aufgabe erfüllt. Was war denn das jetzt? Okay, hier nur erfüllt und so weiter und so fort. Nicht rechtzeitig genug. Genau, dann baue ich jetzt mal einen Bahnhof in sowohl hier bei der Pferde Ranch als auch in Knoxville. Ich habe gleich einen eigenen Fehler. What? 330.000... Alter. Tausend wird es gehen. Aber erstmal muss Kohle reinkommen.
Ja, eigene Fehler machen, weil sie selber ja auch deinem Gebiet ist hier, ne? Das ist. Ja. Sollte das mal so sehen. Ja, jetzt brauche ich noch Geld für den Zug und dann kann ich ihn auch darüber schicken. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Sollte ich das? Ehrlich gesagt auch vor, allerdings kostet es auch wieder 60.000, ne? 80 sogar. Und noch ein Versorgungsturm. Ja. Ja. Das muss ja nur noch einen Profit machen, ne? Zuglinie von hier nach dort. Und setzt sie dann drauf ein, damit ihr mal ein bisschen Geld reinfährt. Für einige Indianerstämme spreche. Sie haben mir den Titel Hiowa Nob verliehen. Das heißt so viel wie der Gütige. Aha. Neue Industrie für. Ich denke, da ich gehe auf Brauerei, aber ich sehe in der Nähe keine Weizen. Ich könnte höchstens auf Käserei gehen. Gehen wir Milch oder halt da nochmal drauf, aber ha? Ist ja beides belastend. Ein Rei würde gehen, wenn hier in der Nähe Obst wäre. Aber Obst ist, glaube ich, ganz weit weg. Weil das nächste Obst ist halt hier oben, ne? Also, ne. Ah, auf einer Schalke könnte man schon was passen, aber. Muss auch erstmal die Kohle her. So, ich habe jetzt auch Geld, um einmal ein Wartungsgebäude hier hinzusetzen. Und ich brauche nochmal eins hier oben. Was habe ich noch für Aufgaben? Baltimore muss noch wachsen.
Haben wir hier Obst oder sowas in der Nähe? Wir sind hier oben. Pittsburgh. Priorität von Stoff. Mal schauen, ob er jetzt mehr Stoff mitnimmt. Sehr schön. Die Jervis erreicht jetzt eine höhere Geschwindigkeit. Expresslinie Toledo, New York. Ach du heiliger Bimbam. Probieren wir es mal. Dafür ist halt alles ungünstig hier vorne. Dann auch noch für 60.000 erweitern. Könnte ich durch diese Linie hier mal verbessern. Alles kostet einfach viel zu viel. Muss ich halt direkt nebenan planen, so, ne? Also. Und das hat dann schon nichts mehr mit Express zu tun. Frage ist, was ist, wenn ich das Nebengleis hier lösche? Und dann eine Strecke mache, die quasi hier durchgeht. Wo es flacher ist. Dann geht es ja nach Baltimore, dann verhalten wir dann mal in Baltimore und dann geht's auch weiter. Wäre halt eine Idee, so finde ich irgendwie. Das ist aber auch wieder unfassbar viel Geld, was dabei flöten geht.
Von daher belasse ich jetzt, glaube ich, doch mit der Expresslinie Toledo, New York. Bei die Linie von Pittsburgh. Einer deiner Züge tut nicht, was er soll. So, dann geht's von Toledo nach Pittsburgh. Brennerei in Augusta. In Augusta ist ja sie unterwegs. Nehme ich. Heißt, die Brennerei, die gehört jetzt mir. Da fehlen halt noch die Stoffe für. Kann ich mich da unten auch nochmal breit machen. Genau, hier. Nach Pittsburgh geht's dann nach Baltimore. Und danach nach New York. Nachdem ich ja den Gleisbau ein bisschen angepasst habe. So, wieder ein weiteres Parallelgleis. Bis zum gewissen Zeitpunkt. Hallo? Das ist ja schön, ich bin zu nah an dem Dings dran. Das ist ja toll. So, hiernach soll er dann vorne halten. Ah, und dann nochmal in Baltimore. Und dann nochmal in Pittsburgh. Und in Baltimore soll er, ja, hält er ja eigentlich auch da auch immer und so, und das sollte passen. I guess, I hope so. So, Forschung. Philadelphia, jo, weiter was. Wobei die Reindeer, finde ich, schon mehr hätte. Allerdings ist auch eine Expresslinie, ne? Die eignet sich dafür. Entschuldige, aber könntest du dich da raushalten? Du treibst den Preis in die Höhe. Kann ich nicht. Es ärgert mich, dass bis heute niemand unserem Gründervater George Washington ein Denkmal gesetzt hat. Ich hoffe, irgendwann werden die Streitigkeiten deswegen vorüber sein. Und dann werde ich der Erste sein, der etwas dafür spendet. Ja, Sehenswürdigkeit für Washington. Wird dann wahrscheinlich hier sein, ne? 100.000 sogar nur. Werde ich dann wahrscheinlich einfach so in Washington platzieren. Einfach wegen des Namens. So, ich brauche ein Zugpersonal, einen Heizer. Ob ich den brauche, weiß ich gar nicht.
Hoppla. Kommt nicht von mir. Einen Heizer habe ich ja sogar schon hier, ne? Belastend. Das war jetzt unnötig. So, ich könnte mal gucken. Ich bräuchte ja prinzipiell in Augusta. Wobei, es wird wirklich etwas angeliefert, ne? Wir machen jetzt was eine Auslastung von 14%. Ich habe das Gefühl, ich mache damit keinen Profit, wenn ich nicht selber ranfahre. Von daher. Jetzt haben wir hier Prämie für Expresslinie. Expresslinie. Louisville Prämie für neue Industrie. Wait. Louisville, da könnte ich eine Brennerei nachnehmen. Och, schon wieder das falsche. Oh. Mann, das ist immer wieder, das ist schon wieder Mais. Ich. Belastend. Wird halt nur wieder eine Weberei gehen oder so. Oder halt wieder eine Käserei, oder wieder eine Molkerei. Belastend. Ah, ich kann's leider nicht. Das hätte sogar was gehabt mit Pittsburgh. So, ich brauche eigentlich nur noch genügend Punkte für diese Innovation, damit ich das kaufen kann. Beschreiben muss ich es ja. Okay, 38. So, Baltimore 38, perfekt. Zählte das noch gar nicht. Überraschend. Liegt das vielleicht daran, weil ich noch nichts angeschlossen habe bis hinten hin nach Pittsburgh oder sonstigem? Kann gut sein. Ich habe einen deiner Angestellten bei mir aufgenommen. Du hast doch nichts dagegen. Nö, nö, alles gut. Ich hätte ja etwas wesentlich Exquisiteres ausgewählt. So. Baltimore, New York. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Strecke hieß. Das ist halt das andere Problem. Pittsburgh, Baltimore, ist es. Das? Nee. Dann ist er wahrscheinlich der hier wartet, weil er hier einfach nie rauskommt, oder? Ne, nevermind. Aber stimmt schon. Oh Mann. Ich brauche irgendwo ein Ausweichgleis. Klein, aber fein. Sehr schön. Dann bis hier. Haben wir jetzt ein freies Gleis. Eigentlich. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten.
Achso, jetzt, nee, der wartet auf die andere jetzt gerade. Okay, verstehe. Das ist ja ungünstig hier, diese Bewegung hier. Ja. So. Und du, gutes Stück, bekommst einen Heizer. Oder auch nicht. Aber dafür bekommst du jetzt hier die Reindeer. Aber eine schlechte Zugleistung ist ja belastend für den einen Weg da. Bekommst sogar Geld dafür, Wahnsinn. Ich könnte auch einen Zugbegleiter mir dazu nehmen. Der vielleicht ja nicht. Mein Bruder hat einige Zeit in England verbracht. Seine Schilderung, wie die Eisenbahn dort zum Bergbau eingesetzt wird, hat mich begeistert. Allerdings haben wir in Amerika wesentlich größere Distanzen zu bewältigen. Eine Mammutaufgabe. Was fällt dir ein, diesen Schmierfinken auf mich anzusetzen? Ich weiß gar nicht, was du meinst. So, Baltimore wächst noch. Anteile müsste ich noch kaufen. Ja, da vorne, ja, die Beatrix, da, die, huiui. Die zieht mir echt davon, aber bei jedem kostet das halt weniger, ne, deswegen... Für weitere Anteile. Einen weiteren Lokführer, der launisch ist. Toledo Pittsburgh. Dahinter haben wir Pittsburgh, Baltimore. Das ist eigentlich Toledo, New York. Toledo. Auch weiß, so. Kann sich jetzt halt hier in den Berg hinauf, ne? Ist halt nicht anders möglich. Habe ich jetzt endlich hier schon mal ein Dings? Erweitern wollte ich ihn nicht. Wartungsgebäude, Putz. Können jetzt mal lieber hier rauf gehen, ne? Erhöht Transportvergütung pro Prachtwagen um 8%, klingt gut. Baupreis von Bahngebäuden, Fabriken und Schaltgebäuden. Oh. Ich nehme mal hier das. Das ist ja keine Expresslinie, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, ne? Also. Das ist halt nur ein Expresszug, der kaum Power hat. Jetzt 10%. Habe ich von ihm. Boah.
Fusionieren. Ja, nee, das machen wir nicht. Da haben wir nämlich einen Teil dafür. So, Pittsburgh. So, der andere Zug dürfte jetzt auch gleich weiterfahren können. Warum warten wir jetzt auf Washington Baltimore? Achso, weil er aus dem Weg musste, deswegen, ich verstehe. Ja, ergibt Sinn, ergibt Sinn. Der ist jetzt am Nachfüllen, oder? Ja, schon wieder am Warten. Ja, schnell ist das wirklich nicht. Gab das jetzt so Lokführer? Gibt es auch noch mal neuen dazu? Lass mich dir zeigen, wie man das macht. Personal, die nicht so im Clinch sind. So, jetzt kommt wieder Geld rein. Geld kommt rein, sehr schön. So, Aufgaben, Sorge für. Schnapp ich sie mal einfach mal.
bevor sie es tut. Mir scheint, du bist pleite. Ausnahmsweise helfe ich dir mit etwas Bargeld aus. Pass diesmal aber besser auf. So pleite wäre ich noch nicht gewesen, aber okay. Glückwunsch. Aber es gibt wohl einen Grund, warum niemand mitgeboten hat. Ich glaube ja, dass die Eisenbahn die Fortbewegung der Menschen demokratisieren wird. Es ist ein Reisemittel, das allen Menschen offenstehen sollte. Nicht nur, weil man damit Profit machen kann. Nein, weil es den Menschen die Augen für die Welt öffnet. Ist das so? Profit pro Woche. Warum schaltet das bei der Profit pro Woche noch nicht? Gut, das liegt wahrscheinlich daran, weil es einfach noch nicht irgendwas anderes angeschlossen ist. Das Ding ist, ich müsste eigentlich nach Baltimore mehr Sachen liefern, damit die Einwohnerzahl steigt. Das heißt, ich baue jetzt hier... Einfach, ich muss einfach den Bahnhof hier erweitern. Auch mal wie alles abgerissen wird. Das ist halt das Belastende. Zug nach New York. Der hier. Der soll in New York auf der... Zwei halten, was er jetzt tut. Perfekt. Dann sollte er vielleicht so ein bisschen mehr Geld jetzt einbringen. Okay, jetzt kommt hier den Berg nicht hinauf. Läuft. Hier kriege ich eine Steigung. RIP. So, das haben wir dann schon mal. Dann würde ich einen Bahnhof einmal. Warum nun musstest du genau diesen Landbetrieb anschließen? Weil ich es kann. Hallo Motte. Das muss ich halt nur irgendwie. Im Idealfall. Das Gleis kommen, aber da kommen wir nicht ran. Also, ich mach's einfach mal so. So, neuer Zug, Zuglinie von hier nach hier. Mit einer Lok. Mit American. So, neun Bewerber ist weg.
So, hat auch was zu tun. So, dann kommt jetzt auch hier ein bisschen mehr an. Mehr Waren. Sollte. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Prinzipiell ja langsam was auch wieder steigern hier. Steigen. Ich darf gar kein Fleisch hier hin. Weil hier kein Fleisch in der Nähe ist. Okay. Mein Spion hat mir berichtet, dass du deine Forschungsabteilung dringend aufräumen musst. Überall liegen diese geheimen Baupläne herum. Ich baue mal hier eine Sehenswürdigkeit hin, ne? Die man von meinem Bahnhof auf jeden Fall sehen kann. Auf meiner Seite. Schick, schick, schick. Ich schnapp den einfach weiter und alles weg. Sag mal, bist du schwer von Begriff? Ich habe bereits geboten. Ja, und? Wo ist das Problem? Wenn ich anderen von meinen Plänen mit der Eisenbahn erzähle, sehen diese Leute nur die Probleme. Die Verlegung der Gleise, die Unterhaltskosten, die Personalkosten. Als wäre eine Flotte mit Postkutschen günstiger. Und sollen etwa Pferde die ganzen Rohstoffberge schleppen? Ja, ich warte erstmal auf 200, damit ich darauf gehen kann. Sehr schön, Baltimore steigt wieder. Oh, drei Aktien hat sich mir das von mir gekauft. Ich kaufe mal 6% von ihm. Wenn du Aktien deines Konkurrenten besitzt, kannst du mit ihm fusionieren und dir seine Strecken und Gebäude einverleiben. Dein Konkurrent ist damit für immer aus dem Geschäft. Sehr gut. Du hast nun dein erstes Aktienpaket eines Kontrahenten in deinem Besitz. Eieiei. What? Die hat ja auch so viele Prozente von ihm. Warten wir mal, bis das Ganze sich ein bisschen senkt und dann schnappe ich nochmal zu. Ach verdammt, ich habe ja noch Bankgeschäfte hier. Viel Gewinn ist es jetzt nicht, ne? Aber wenn wir ehrlich sind. Und was bringt er dir nun, dieser Rekord? Ich hab einen Rekord aufgestellt. Okay. Was der mir bringt? Publicity. Gute Schlagzeilen. Zuklingen. Aktien durch Aktien, okay. 2 Millionen durch Aktien. Würden dann wahrscheinlich die Firmenanteile gemeint mit, oder?
Wahrscheinlich schon. Ja, Baltimore muss halt immer noch wachsen, als dauert halt, ne? War aber glaube ich schon mal besser. Was den Wachstum betrifft. Ja, ist auch wieder kurz am Wachsen. Mal mehr, mal weniger. Hm, belastend. Ja, hier haben wir Vieh. Weil Vieh kommt auch hier rein durch ihn, glaube ich. Da war auch noch ein Versorgungsturm hier auf der Strecke. Ich mache nochmal hier einfach sicher selber einen hin. Damit die auch schön versorgt sind. Ich könnte prinzipiell... Abgesehen davon, dass ich das mal so mache und dann noch hier Signale hinstelle. Damit der einfach mal fahren kann. Werde ich nichtsdestotrotz, glaube ich, nochmal Toledo mit Indianapolis verbinden und das Ganze mit Louisville. Einfach damit hier nochmal eine Linie fährt, die Geld bringt. Okay. Mache ich halt das zuerst. Dann gucken wir mal hier. Hangeln uns im Gelände hier lang. Dann binden wir das Ganze hier an. Für eine Menge Geld. Right through the middle. Ich bin sogar nochmal durch die Kontrolle gefahren. Neuer Zug. Zuglinie errichten. Einmal von hier. Nach Washington. Schnellen Lok. Neuer Bewerber. Auch Zugbegleiter. Knoxville nach Washington. Der fährt auch schon perfekt.
Man muss auch nichts warten. Da wartet aber auf den anderen Zug jetzt gerade. Oh je. Da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Jetzt müssen wir auch fahren. Oder wartet immer noch den? Natürlich. Soll er halt warten. Hier ist auch egal. So, dann soll ich aber jetzt auch alles andere verbinden können. So, das dauert halt immer noch mit Baltimore. Bevor die andere nette Lady mir zuvorkommt, werde ich aber dann nochmal hier zwischen Indianapolis und... Ja, ist ja gut. Schlacht von Toledo nach Indianapolis. Von Indianapolis ja, nach Louisville. Zack, dann noch ein Versorgungsturm. Wartungsgebäude bräuchte dann vielleicht hier drüben. Und dann eine neue Linie, die einmal von Gleis 2 nach Indianapolis. Du verstehst dein Handwerk, das muss ich zugeben. Ich hoffe, dass wir noch lange um Land und Gleise streiten werden. Keine Kohle. Nicht mit Reindeer. Zack. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Ich würde sagen, ich verbinde dann auch mal hier die Zucht hier mit. Auch einen Weg dorthin gibt. Einmal von hier. Hier. Dann 200 bräuchte ich noch, um mehr Zuwachs davon zu bekommen. Ups.
Das heißt, wenn wir jetzt auch hier ein bisschen steigen, die Stadt ist zwar irrelevant. Muss man sich mal gucken, ob ich mal hier von hier irgendwo anders hinkomme noch. I doubt it. Dann müsste ich ja den Bahnhof nochmal erhöhen, aber es geht halt nicht. Ich könnte einen weiteren Bahnhof hier packen. Zum Beispiel einen Kopfbahnhof. Den ich den hier platziere. Oh. Wahrscheinlich ist sogar sehr gut. Sehr gut. Die Matrix habe ich kürzlich erworben. Für meine Freunde an der Ostküste sind die großen Seen weit weg und viele von ihnen wollen nie dorthin. Das liegt daran, dass sie gerade erst in der neuen Welt angekommen sind. Doch denk mal an ihre Kinder. Die werden doch nicht ihr ganzes Leben an der Ostküste verbringen wollen, während sich ein gewaltiges Land mit ungeahnten Möglichkeiten vor ihrer Haustür erstreckt. Mhm. Da sagst du was. Zucker in der Nähe? Ja, wir haben Zucker in der Nähe. Ach, das Gemüse. Ah, nee. Mir Obst. Einmal und Numero 2. Dann ein neuer Zug von hier. Ach, ich habe ganz in der Nähe deines Bahnhofs eine neue Fabrik gebaut. Du bist herzlich zur Eröffnung eingeladen. Ja.
einmal. Und eine neue Zuglinie vom Starkenhof hierhin. Mit einer Lok. Und bevor euch beide im Weg seid, haltet ihr bitte einmal hier. Und einmal hier. Dann produziert die Brennerei hier auch ein bisschen was. Versorgungszimmer werden auch noch nicht mal, auch nicht schlecht. So, Scheibe ist nochmal frei. Na, ich sollte nochmal hier die beiden Sachen freischalten. Baltimore bei 74.000. Wie gesagt, ich brauche erstmal Geld. Warte nochmal fürs Geld, um einen Kopfbahnhof zu holen. Bestimmt wieder nur eines deiner kleinen Versehen. Aber kann es sein, dass du gerade auch ein Gebot abgegeben hast? Ja, aus Versehen. Tut mir sehr, 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 sehr leid. Die verlassene Stadt braucht immer Mais, oder? Nee, es war Getreide. Wobei Mais auch. Baltimore schon Mais? Nee. Aber noch ein Getreide, da war ja was. Aber das ist halt zu weit weg und kostet zu viel. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Ich könnte prinzipiell hier noch vom Mais was mitnehmen. Bekommen dann Bäume, weil wir Mecker von unten, aber okay. Ich würde es bevorzugen, wenn du deine Bahnhöfe woanders baust. Bevorzugen kannst du vieles, aber... Ja. Also kostspielig.
Sehr schön. Kostet halt nur viel Geld. Okay, so viel nun auch ja nicht mehr. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Nö. So, es ist genügend Geld da. Herzlichen Glückwunsch. Du leistest exzellente Arbeit und dein Unternehmen hat einen großen Wert erreicht. Genau wie ich es mir von dir erhofft hatte. Dankeschön. Aber jetzt sollte auch... Ah, nee. Ich brauche dafür noch eine Linie. Hä? Also brauche ich erstmal einen Versorgungsturm für diese Linie. Ja, einfach für die anderen hier auch nochmal. Eine Linie von hier nach Gleis 3. Dafür Lokführer. Schön, wie mein. Genau, von der Liefer nach Washington. Da sollten noch nach Baltimore. Verdammt. Das ist jetzt belastend. Ach du heilige Bimbam. Ich hatte ja schon als Kind eine Holzeisenbahn. Du auch? Oder hast du die immer noch? Und dann einmal bitte bis dorthin, dass er da bis dorthin fahren kann. So, dann wird das Ganze jetzt mit der Farm beladen. Können wir den Betrieb kaufen? Mein Reporter hat deinen Laden mal genau unter die Lupe genommen. Einer deiner Züge tut nicht, was er soll.
Ah, da ist er ja. Heizer dazu. Jacksonville. Nehme ich. So. Was hält er da? Schön mit dem ganzen Getreide hinten drauf. Getreide sage ich schon Mais. Es ist Mais. Ach, ein wenig Konkurrenz belebt das Geschäft. Da wird mein neuer Bahnhof schon nicht schaden. Toll. Toll, dass er auf dem verkehrten Gleis fährt. Baltimore. Gleich 2, dankeschön. Nicht super, dass ich gar nicht mehr hochkomme, ne? Also das ist ja, das ist grandios. Schade, dass man diese Züge nicht drehen kann oder so ein Mist, ne? Einmal aufs Neue. Von der Farm nach Baltimore auf Gleis 2. So, und aufs Neue. Dann kann ich nochmal hier gehen. Das sieht das Ganze hier beschleunigt. Dann gehe ich gleich dann auch nochmal hier auf Kühlwagen. Waschung ist am Steigen. 82.500. Da war es auch wieder gewesen, bei 83.000 sind wir jetzt.
wieder aufs Verkehrte drauf. Ne? Ich will nicht auf Baltimore. Wir sind bei 74.000. Glaub mir, es ist nicht leicht, in dieser Männerwelt zu bestehen. Diese alten Herren mit Bart und Frack glauben, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Und die Frauen sowieso. Aber von mir sollen sie das nicht erwarten. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn ich deinem Bahnhof Konkurrenz mache. Ich fahre auf ganz anderem Gleis. Bei Washington. Auf Gleis 1. Halte hier, dann hier, dann da. Müsste doch jetzt passen oder so, ne? Baltimore wächst wieder endlich. Je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Und Baltimore ist immer noch am Wachsen, 61%. Perfekt. Das Geld kommt weiter rein. Immer noch 61%. Immerhin bis 70%. Dafür haben wir auch immer noch eingeschlossen. Okay, bis 38 können wir es sogar noch schaffen. Wie gesagt, Kopfbahnhof wäre auch noch so eine Idee. Warum hat er denn so viele Anteile von ihm? Das ist doch fies. Lass die Finger von meinem Laden. Nö. Das Ding ist, sie wird sich jetzt auch wiederholen. Das ist mein Problem gerade. Also aufkaufen werde ich ihn nicht können. Ist nur noch 25% übrig. Die Kohle habe ich halt noch nicht. Ja, sicherlich nicht, wenn sich mein Spion ein wenig in deiner Forschungsabteilung umsieht. Ich bin Chefingenieur. Baltimore könnte halt wieder weiterhin steigen. Das einzige Ding ist, ich würde gerne noch viel dahin transportieren, aber es ist halt alles so weit weg. Wobei, ne, hier, da war ja was mit Kopfbahnhof.
Kopfbahnhof Baltimore ist wieder am Steigen. Ab 78.000 mittlerweile, ein Spion, sehr schön. Lokführer, Wachmann. Soll ich mal verschlechtern. Und auch von ihr. Ich gehe jetzt voll auf die Beatrix. Einige Leute meinen, dass ich einen Mann einstellen soll, der an meiner Stelle die Verhandlungen führt, weil ich vielleicht nicht ernst genommen werde. Ha! Doch wo bliebe da für mich der Spaß? Industriespionage? Ha, offensichtlich weißt du dir ja nicht anders zu helfen. Nice, viel Geld haben wir bekommen. Ja. Vielleicht die 80.000 geknackt in Baltimore. Tausend geknackt, sehr schön. Genau, wie gesagt, jetzt Kopfbahnhof in Baltimore. Einfach weil es sein muss. Kleiner Bahnhof beim Vieh. Suchst du etwa Streit? Der Landbetrieb gehört mir. Nein, ich möchte ich noch nicht vorsetzen. Danke. Nehmen wir mal den rechten, würde ich sagen, oder? Jetzt ist Verbindung für 446.000. Ja. Warte ich mal auf das Geld. Ha, dem staus ich es gerade komplett auf. Stadt ist weiter im Wachsen, Wahnsinn. Stadt ist bereits bei 87.000. What? Nicht mit mir. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Mit 90.000 sind wir gleich schon drin. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. 100.000, wir kommen. Gut, das werde ich nicht hinbekommen. Sehr schön, haben wir gleich 90.000 erreicht in Washington.
Boah, aber da ist Bedeckung von 68%. Wahnsinn. Nur am Steigen, Steigen, Steigen. Geil. Nett von dir. Ach, Washington. Mensch, Baltimore ist wichtig. Jedes Mal derselbe Mist. Aber immerhin bei 82%. Bei 83 Leuten. Meine Güte, jedes Mal derselbe Mist. Ich brauche 300 AP. Okay. Mal 84% in Baltimore. Ja, auch nicht schlecht. War doch Baltimore, ne? Bevor ich sie wieder was verkehrs, ja, Baltimore. So, das übliche Spiel auch wie immer. Neue Linie. Züge hat es leider nicht geschafft. Eine neue Lok. Na, mal die Philadelphia, ne? Die hat ja gute Leistung. Lokführer. Mit Wachmann. Was fällt dir ein, diesen Schmierfinken auf mich anzusetzen? 68% Bedarfsbedeckung. Die Stadt steigt, die Einwohnerzahl wachsen und wachsen und wachsen von Baltimore. Ich brauche allerdings auch hier nochmal ein Wartungsgebäude. Und einen Versorgungsturm. Das kostet alles auch weniger Geld. Sehr schön. Bester Ort ever für den Versorgungsturm. Ja, noch nicht ganz genügend Kohle. 73% Bedarfsdeckung, geil. Gleich auf 90.000 hoch. Was die Einwohnerzahl betrifft. Noch. Sehr schön, dass ich diesen Bauplatz vor dir entdeckt habe. Oder fehlt dir etwa das nötige Kleingeld? Jetzt hast du schon 60%, ne? Sie kann mit dem Typen fusionieren. So belastend. Also sie könnte prinzipiell ja, glaube ich, genügend Anteile jetzt mittlerweile. So, Baltimore ist auf 90.000. 8.500 fehlen noch. Der Wohlstand an der Ostküste wird immer größer. Das gefällt mir. Viele Orte liegen mir am Herzen, vor allem Baltimore. Doch dieser Wohlstand macht auch träge. Ich hoffe, es gibt noch genug Menschen, die wie ich den Drang verspüren, weiter nach Westen reisen zu wollen. Wait.
fahre doch Milch hier hin, ne? Ja. Mehr Käse. Das ist dann jetzt auch meine Molkerei. Anschlussprämie, wie nett. Dann schließen wir das gute Stück mal an. Von hier nach hier. Ah, nehmen wir mal die Dunham. Die Dunham, ja. Und dann nochmal ein Signal hier hin. Damit ich nicht allzu lange warten muss. Besser, als ich erwartet hätte. Danke. So, Kühlwagen. Deinem Unternehmen fertig bin, sind nur noch kleine Krümel übrig. So, Position von 100%. Spezialwaggons zuweisen, nachdem du diese erforscht hast. Sie verbessern die Eigenschaften eines Zuges, reduzieren aber die Anzahl der Frachtwaggons, die ein Zug ziehen kann. Mhm. Ja, oh, Baltimore ist wieder am... Perfekt. Eine Wunderzahl wächst wieder. Zack, noch 4% sind frei rumliegend. Ah, oh, ja, ja, nochmal wieder gekauft, Mensch. Ja, Geld klingt gut. Komfort, so, Batz. 67%, sehr schön. 290.000 Einwohner jetzt in Baltimore. Das Ganze wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Genauso soll es sein. Und bei ihm ist einfach stehender Verkehr mittlerweile. Mir ist aber gerade auch vorbei, ne, die laden gerade nur ab. Endlich sind die Menschen in dieser Stadt nicht mehr nur auf deine Bummelbahn angewiesen, sondern können auch auf meine exquisiten Züge zurückgreifen. Ja, ja. Du hast kein Wachpersonal eingesetzt. Selbst schuld. Wie nett von ihr. Das wird nicht mehr, vorkommen. Fully loaded, sehr schön. Ja, ihr seht hier bei Dings, seht ihr, also durch die Epic Games Launcher seht ihr immer, wenn ich ja wieder ein Achievement habe. Ein Erfinder nochmal. Habe ich mich etwa von deinem guten Aussehen einlullen lassen? Das passiert mir nicht nochmal. 95.800, sehr schön, sehr, 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 sehr schön. So, wenn ich noch was nehmen kann von ihm, dann nehme ich mir das jetzt. Bevor das
nicht mehr drin ist. Na komm, Baltimore. Nur noch 3000 Leute. Dann ist das Ganze, zumindest dann ist das alles auf, bis auf das Unternehmen eines Konkurrenten einzunehmen, abgeschlossen alles. So. Ich habe eine Industrie aufgebaut. Sorge du für die Anlieferung der Rohstoffe. Ja. Es scheint sich zu lohnen, in dich zu investieren. Oh, er hat mal investiert in mich. Wer hätte das gedacht? Ein Buchhalter. Was macht denn ein Buchhalter? Ein Buchhalter. Reduziert durch die Anwendung verschiedener Steuertricks die Kosten erfolgreicher. Ah. Ist aber nett von ihm. So, Baltimore, die Bedarfsblöcke steigt langsam wieder. Also durch seinen Verkehr hier, ne? Da, es sieht ja schon nice aus hier, so wie das Ganze aufgebaut wurde, besser als bei mir, aber so aussehen ist ja nicht alles, ne? Das, aber Baltimore wächst wieder. 96.000. Ich sage dir eines, wir sollten uns zusammentun. Du hast mehr auf dem Kasten, als ich gedacht hätte. Gemeinsam können wir die Welt erobern. Nicht? Gut, dein Pech. Oh nein! Ist deine Tuftuflok kaputt gegangen? Wow! 99.186. Belastend. Da fehlte echt nicht viel. So, Bewegung kommt wieder rein. Stadt baut sich wieder aus. Es fehlt nicht mehr viel und wir haben es gleich geschafft. Baltimore steigt und wächst. Baltimore prosperiert. Der Aufschwung ist fühlbar an der ganzen Ostküste, dank des dichten Streckennetzes. Und da du auch die großen Seen und Städte wie Detroit angeschlossen hast, sind die Vereinigten Staaten wieder ein Stück zusammengewachsen. Perfekt. Mein Süßer, du wirst mir jetzt etwas zu erfolgreich. Kommt von mir auch noch was? Nö. Kapitel erfolgreich. Du hast alle Pflichtaufgaben dieses Kapitels erfüllt. Schließe diesen Dialog, um dir die abschließende Bewertung deiner Leistung anzusehen. Das Vertrauen in die neue Technik und die Kunst der waghalsigen Eisenbahner hatten sich ausgezahlt. Innerhalb weniger Jahre erstreckte sich ein lückenhaftes Netz aus kurzen Eisenbahnlinien von der Küste bis zu den großen Seen und brachte neuen Wohlstand und eine Periode dynamischer Veränderungen.
Bald traten die ersten Träumer auf den Plan, die eine gigantische Eisenbahnverbindung vom Atlantik bis an den Pazifik forderten. Die sogenannte transkontinentale Verbindung. Doch wie sollte so ein gewaltiges Jahrhundertprojekt finanziert und umgesetzt werden, wo doch gerade die ersten Schritte unternommen wurden? Ja, das ist eine gute Frage. Hab's leider nur zum Zugführer geschafft. Nur 24,8, eine Gesamtwertung von 24,8. Ja, gut. Hat nicht ganz gereicht für den Präsidenten. Erfüllte Aufgaben 10 von 11. Zeitliche Wertung. Bewertung 16,5 von 20. Mal 1 für den Schwierigkeit, mal Grad, mal 1 für den Konkurrenten, mal 1,5 für die Karte und dann Pausenmodus insgesamt 24,8. Ja. Eine Streckenlänge habe ich gemacht, also ich habe 6 Jahre, 3 Monate dafür gebraucht, einen Unternehmenswert angehäuft von 27,1 Millionen, 18 Zuglinien gehabt, 22 Bahnhöfe, eine Streckenlänge von 3212 Meilen und 93 Waggons hatte ich im Einsatz gehabt. In dem Sinne. Bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im dritten Kapitel von Railway Empire wieder.